Heute ist der 9.7.2023. Ja, und es war natürlich klar, dass ich an so einem schönen Tag erstmal zu meinen Freunden den Rheinbabblern fahre. Es war schon über 20 Grad warm und es sollte heute, was sich dann auch später bewahrheitet hat, 36 Grad heiß werden. Der Wasserpegel in Worms war heute Morgen um 5 Uhr bei 98 cm mit der Tendenz fallend. Das hatte die Zeitung schon. Ja, nee, das war in sämtliche Zeitungen war das. Wer könnte das auch? Der muss die Frau nicht vergessen von der Unterwelt. Das sag ich mal irgendwo. Dummglaube. Das ist doch da schon gekommen. Dummglaube. Die kommen gesagt, wer heute schaut, was ist mit der los? Ja, das ist gar nichts mehr. Dann hat er sie vergessen. Da brauchst du eine Tankstelle. Wisst ihr, was der neueste Trend ist? Die tun Kastenwege. Tun die so umbauen, aber edel, damit die auch in der Stadt parken können. Weil normalerweise hast du in der Stadt Probleme, wenn du so Wohnmobil hinstellst. Das erste Schiff, das talwärts gefahren kommt, ist die Calypso 2. Das schöne Schiff fährt unter niederländischer Flagge. Es ist 183 Meter lang und 12 Meter breit. Das schöne Schiff fährt durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 9,2 Knoten talwärts. Das entspricht 17,038 Kilometer in der Stunde. Damals ein paar Mal telefoniert, die hat über 300 Dollar abgezogen. Ich habe nichts bezahlt, ich habe nichts bezahlt. Damals schon. Nein, das geht so nicht. Da passiert da jetzt. Überall. Oder wärst du endlich gesucht wie ich? Nein. Oder wo die Anlage arbeitet. Wochenschiff talwärts gefahren. Es ist die Stolt Villa. Das schöne Schiff ist ein Tanker. Ist 110 Meter lang, 12 Meter breit. Fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 9,8 Knoten. Das entspricht 18,15 Kilometer in der Stunde. Okay. Deswegen wollen wir es mal so schon um 8, 9 Uhr hier. Du, das ist ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Das nächste Schiff kommt bergwärts gefahren. Es ist die Roxy, sie fährt unter belgischer Flagge, ist 135 Meter lang und 12 Meter breit. Thank you.
Schuss. Oh ja. Hall. War mal letztes Schummel gewesen. Also war gut. Ja, doch, war gut. Ja, hockst du aber draus. Ja, ja, freilich. Das schöne Passagierschiff, das jetzt talwärts fährt, ist die Charles Dickens. Es fährt unter Schweizer Flagge, ist 110 Meter lang und 12 Meter breit. Oder ein Kilo verloren, ne? Ja, ja. Ich muss ja wieder zu stimmen. Die Schwimmweste dabei. Das ist übrigens ein ganz interessantes Wassergefährt. Sieht aus wie so ein Brett, wird aber aufgeblasen. Und was ich sehr lobenswert finde, ist, dass beide, die mit diesem Brett schwimmen oder fahren, jeweils eine Weste anhaben. Beim nächsten Mal wollen die jungen Leute nicht mehr am schwarzen Ort ins Wasser gehen, weil sie sind nicht von hier. Ich habe ihnen geraten, sie sollen über die NATO-Straße ihr Wassergefährt einsetzen, da haben sie es wesentlich einfacher, als sich erstmal durch die Steine zu arbeiten. Wollen Sie das mit dem Sitz so gut haben? Ja. Ich glaube, jetzt ist es sicher, aber. Oder kniet sich. Weil er paddelt hat. Oder er kniet. Ja. Jetzt kommt die Mike Damon oder Damon bergwärts gefahren. Das Schiff ist ein Tanker, ist 86 Meter lang und 10 Meter breit. Das schöne Schiff fährt unter niederländischer Flagge. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.